Willkommen zurück. Heute reden wir darüber, wie du deine Männlichkeit stärkst, wie du männlicher wirst und dadurch mehr Erfolg bei Frauen hast. Willkommen zurück zum Video. Wenn du schon ein paar Videos von mir gesehen hast, weißt du, dass es nicht nur um den äußeren Prozess, sondern auch viel um den inneren Prozess geht. Das heißt, es geht nicht nur darum, was machst du im Außen, was machst du flirttechnisch gesehen, was sind deine Moves, deine Sprüche, wie gut bist du in Gesprächen, in der Kommunikation an sich, sondern es geht auch sehr, sehr viel darum, wie bist du innerlich aufgestellt. Und wenn man Probleme im Inneren löst, dann führt das oft dazu, dass sich Probleme im Äußeren komplett auflösen. Das ist eine ganz magische und wunderbare Sache. Um sowas hinzukriegen, brauchst du aber die Begleitung eines Profis, in dem Fall von mir. Das sind nämlich so Sachen, die mache ich mit dir im Coaching. Dafür kannst du dich im ersten Link in der Bewerbung, in der Beschreibung bewerben. Da klären wir auch innere Themen, arbeiten an deiner inneren Verfassung. Das ist eine ganz wichtige Sache. Eine Sache, die dazu beiträgt, dass du männlicher wirst, männlicher wirkst, dich männlicher fühlst, dich besser fühlst, weniger nachdenkst, mehr handelst, mehr die Dinge tust, die du wirklich machen willst und auch auf Frauen mit deutlich mehr Selbstverständnis und Selbstvertrauen zugeht, ist regelmäßige Herausforderungen. Wenn du ein bisschen länger schon auf diesem Channel dabei bist, dann weißt du das bereits, denn wir haben hier regelmäßig Herausforderungen gemacht. Also kleine Sachen wie jeden Morgen kalt duschen, jeden Tag ein bisschen meditieren. Und das sind alles geile Sachen, das sind alles geile Herausforderungen. Vergiss aber bitte nicht, wenn du die regelmäßige Herausforderung stellst, und das solltest du wöchentlich, täglich, wenn es geht. Vergiss aber bitte nicht, dass die Herausforderungen wirklich herausfordernd sein müssen. Es sollten keine Wiederholungen sein, sondern auch oft neue Dinge. Ich habe letztens mit einem Coaching-Teilnehmer da gesessen und habe ihn gefragt, hey, was möchtest du dir diese Woche für eine Herausforderung stellen? Und er meinte zu mir, okay, 20 Frauen ansprechen diese Woche. Ja, zuvor hatte er noch nicht so viele Frauen in einer Woche angesprochen und das ist natürlich eine Steigerung und sicherlich eine Herausforderung für ihn. Aber ich habe in seinen Augen gesehen, dass es ihn nicht wirklich endlos herausfordern würde. Na klar, es wäre eine Challenge irgendwo, aber keine richtige Herausforderung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie wäre es denn, wenn du auf Speed-Dating gehen würdest? Und hat er gesagt, boah, nee, das könnte ich niemals, das würde ich niemals tun. Und dann habe ich zu ihm gesagt, genau das ist die Reaktion, die du brauchst, genau das zeigt dir, dass du bei einer wirklichen Herausforderung gelandet bist, einer Sache, wo du wirklich, ja, wo es wirklich an deine Grenzen geht. Und darum geht es. Es geht darum, als Mann an seinen Grenzen zu leben. Ja, du musst nicht, keine Ahnung, auf Züge klettern und dann auf den Zügen surfen und da rumfahren und dann tot sein, weil du irgendwie die Elektrolinie berührst oder so. Es geht nicht darum, sich umzubringen oder so. Es geht darum, ich sag mal, eine kontrollierte Gefahr optimalerweise, zum gewissen Punkt kontrollierte Gefahr, die dich einfach herausfordert. Na, ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt mit einem Coaching-Teilnehmer, der mir angeboten hat, dass wir zusammen mal auf die Zugspitze gehen, weil ein Bekannter von ihm da ein Haus hat. Ja, wunderschönes Angebot. Und dann habe ich mir das angeguckt, die Route, die er mit mir gehen wollte oder die er gehen wollte. Mit einem Bergführer war das zwar, aber es war eine relativ heftige Route, wo es sehr steil bergab ging, wo man klettern muss, gesichert am Seil mit Helm und so weiter. Und ich habe keine Bergsteigererfahrung, überhaupt nicht. Und es stand auch auf der Seite, das ist nicht für Anfänger. Man sollte schon mal Bergerfahrung gehabt haben. Und da muss ich sagen, hatte ich schon, als ich mir das angeguckt habe, Respekt vor und war einfach so, boah, ich würde es gerne machen, ich habe Bock, das zu machen, aber es macht mir auch Angst. Und das war genau die richtige Reaktion. Ne? Ich wollte es eigentlich, ich war mir nicht sicher, ah nein oder vielleicht doch. Und genau das ist die Reaktion, genau das zeigt dir, dass du vor einer richtigen Herausforderung stehst. Am Ende des Tages habe ich dann zu ihm gesagt, komm, los, machen wir es, stellen wir uns diese Herausforderung. Und so sollten Herausforderungen optimalerweise aussehen. Mach jede Woche, stell dir jede Woche eine Herausforderung, etwas, was dich an deine Grenzen bringt, etwas, wo du sagst, boah nein, das will ich eigentlich gar nicht machen. Nicht im Sinne von, okay, das interessiert mich gar nicht. Sondern im Sinne von, das will ich nicht machen, weil es so herausfordernd ist, weil es so viel Ängste oder so viel Unbehagen in mir hervorruft. Das sind genau die Sachen, die du machen solltest. Denn dann machst du diese Herausforderung und merkst dann plötzlich, oh scheiße, ich habe das ja hinbekommen. Und schon traust du dir viel mehr zu, schon hast du ein viel positiveres Selbstbild von dir, fühlst dich gut und das ändert deine komplette Außenwirkung. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht den schnellen Weg gesucht hast, im Sinne von, boah, ich lerne jetzt ein paar Tricks und dann läuft das mit den Frauen, nein, so wird es nicht funktionieren. Ja, du musst was an dir ändern, du musst was an deiner Ausstrahlung ändern, du musst was an deiner Art und Weise ändern, wie du mit der Welt umgehst. Denn wenn du an den Grenzen deiner Möglichkeiten lebst, in der Welt, dann heißt das auch, dass du an den Grenzen deiner Möglichkeiten lebst bei Frauen. Dann heißt es auch, dass du Frauen gegenüber klare Kommunikation wählst, dich klar ausdrückst, klar sagst, was Sache ist, sexuell bist, flirtest, sagst, wozu du Lust hast, ohne dich dafür zu entschuldigen. Das ist die Konsequenz.
Das ist die Konsequenz. Denn glaubst du, wenn du jetzt irgendwelche Berge besteigst oder keine Ahnung, eine Weltumsegelung machst oder was auch immer, glaubst du, dass du dann, wenn du vor einer Frau stehst, dich noch künstlich zurückhältst? Nein, du hast ganz andere Dinge erlebt. Du hast ganz andere Dinge erlebt. Du hast ein Urvertrauen in dich als Mann hast du bekommen. Und wenn du nicht genau weißt, wie du diesen Weg beschreiten sollst für dich, dann verstehe ich das. Und was einem sehr dabei helfen kann, sind andere Männer, Mentoren, Männer, die auf diesem Weg vielleicht schon ein bisschen vor dir sind, Männer, die dich begleiten können. Optimalerweise vielleicht auch ältere Männer, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, die dich begleiten. In dem Fall, das ich eben erwähnt habe, wäre das dann der Bergführer, der uns da unser Mentor ist, unser Führer. Ja? Ich kann dieser Führer für dich sein, denn ich bin Coach, ich mache diese Arbeit täglich. So jemand brauchst du unter Umständen, um zu wissen, wo du anfangen musst, um dich begleiten zu lassen. Das verkürzt deinen Entwicklungsweg enorm. Viele Leute fangen nicht an, sondern brauchen einen Mentor, der sie in diese Sache hineinführt. Das kann ich für dich sein und bin ich auch schon, wenn du hier meine Videos schaust. Herausforderung, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn es gerade nicht mit den Frauen läuft oder du das Gefühl hast, es läuft auch im Leben nicht, wie lebe ich mein Leben gerade? Dann schau mal, wie herausfordernd ist denn mein Leben oder ist es eher bequem? Verstehe mich nicht falsch, es ist nichts problematisch daran, sich auch Sicherheiten im Leben einzurichten. Einen sicheren Job zu haben, ist gar kein Problem. Aber dann musst du auch schauen, wo du Unsicherheiten herbekommst im Leben. Wo du an der Grenze arbeiten kannst im Leben. Und Leute, die nicht an der Grenze leben, das sind einfach Feiglinge. Und so verhalten die sich auch Frauen gegenüber. Und deswegen funktioniert es nicht bei Frauen. Und da kannst du noch so viele Spielereien und Tänzchen machen, wie du willst. Du musst an deine Grenzen. Du musst an deine Grenzen, um dich weiterzuentwickeln. Und glaub mir, das, was du eigentlich suchst, was du eigentlich willst, das wirst du dort auch finden. Du denkst die ganze Zeit, dir fehlt irgendwas und irgendwas ist noch nicht komplett. Da fehlt irgendwas. Irgendwas ist nicht komplett, okay? Nicht komplett. Und in dem Moment, wo du an deinen Grenzen bist, wirst du merken, oh mein Gott, das ist ein Teil davon. Das ist ein Teil des fehlenden Puzzlestücks. Es gibt noch andere Themen, andere Dinge, die man äußerlich und innerlich klären muss. Da brauchst du dann einen professionellen Menschen an deiner Seite. Das kann man nicht alleine machen. Innere Arbeit kann man in den meisten Fällen nicht alleine machen. Das ist aber ein anderes Thema. Stell dich Herausforderungen, schreib mir gerne in die Kommentarbox, was du diese Woche für eine Herausforderung dir selbst gestellt hast. Nutz das. Committe dich hier selbst. Nutz das, schreib es in die Kommentare. Geil, dass du da warst. Links neben mir abonnierst du den Channel. Unter mir bewirbst du dich, wie gesagt, für ein Coaching, wenn ich dich auch auf diesem inneren Prozess begleiten soll, wir deine inneren Probleme auflösen sollen, damit du endlich Gas geben kannst im Leben, nicht nur bei Frauen. Unten rechts kommst du zu einem Video, das weiterführend wirkt. Also, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, unbedingt da vorbeischauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Schön, dass du hier warst. Ich freue mich auf dich. Bis übermorgen.